ich bin der Stefano Wenk, ich bin der 55 heute und ich bin am Konzerttheater Bern engagiert als Schauspieler. Mit Unterbruch manches Jahr und bin jetzt gespannt auf die Fragen. Ich würde sagen, von verwirrt über klar, aber vor allem freudig. Freudig, dass die Premiere irgendwann bald stattfinden will. So also ich würde so beschreiben, in dem Sinne, es ist nicht eine Rolle im klassischen Sinn, weil wir sind alle wie ein Zahnrädchen in wunderbar prächtigen persönlichen Geschichten, die mir mehr dazu dienen, die Geschichten zu unterstreichen und uns dazu verhalten. Weil es jetzt sehr persönlich mit einem Mal zu tun, die ganze Zahn. Was mir besonders gefällt, ich merke jetzt schon, und das wird kein Unglück bringen, aber es wird so ein Herzensstück von mir werden hier am Konzerttheater Bern, wo ich finde, das ganze Regie-Team und vorweg also Anna Papst ist so sensibel die Geschichte zusammengesucht und geht so behutsam mit Musik und so klug um, wo ich einfach merke, das ist so mein Raum, wo ich mich drinnen gerne bewege. Ich würde sagen, natürlich ein grosser. Ich gebe zu, dass oft Musik Ego wahrnehme, mehr im Hintergrund, aber wo mich begleitet. So wie ein Partner, der einfach da ist, so durch alle Lebensstadien, die man hat. Möglichst staunen. Ich finde, durch das, dass der Abend so Licht daherkommt und so viel, ich meine mit Licht auch, wo ihm so viel Luft gibt, um selber zu reflektieren, zum Nachdenken, wo das Thema mit allen, uns allen zu tun hat, würde ich es einfach möglichst allen empfehlen. Das kann von Grundschule sein bis auf ins höhere Alter, wo man dann vielleicht irgendwann mit dem Rollstuhl reingewebelt wird. Also, ich hoffe, euch könnt jetzt lustig machen. Mir hat noch viel mehr zu erzählen. Dass ihr möglichst bald, sobald wir die Tore endlich wieder aufmachen können, in uns hineinströmt und das will ich sehen. Weil es ist wirklich, merke ich, ein Herzensanliegen, das dürft ihr auf die Bühne bringen, auf die Bühne. Merci. Ciao zusammen.